Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Und diesmal sind wir direkt am Schachfigurenrätsel. Also Moment, hier haben wir den Hinweis. Bin ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Und Läufer und Damen nicht nebeneinander und Damen und Turm liegen sich gegenüber. Damen und Turm liegen sich gegenüber, okay. Springer? Ah, okay. Und da ist der Turm. Das ist ein Bauer, das ist kein Turm. Moment, also dann kommt hier der Turm hin. Ah nein, Entschuldigung, das ist der Bauer. Das war ja der Bauer. War ja dann doch richtig. Moment, nochmal rein. So, dann war aber der hier falsch. Dann ist das der Springer. Okay. Also können sich jetzt Turm und Dame nur in der Mitte gegenüber stehen. Turm. Dame. Was ist das da? Was ist das für ein Symbol? Ach, das ist der Läufer. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Okay. Okay, bin fast da, Ada. Fast da, aber trotzdem werde ich jetzt mal speichern. Vorsichtshalber. Das klang nämlich eben nach ein bisschen Lärm und ich glaube nicht. Dass wir da jetzt einfach runtergehen können und Ada retten. Ah. Tatsächlich klingt das sogar wieder nach irgendeinem Problem. Hauptstromversorgung. Da ist noch eine Tür. Ich muss in die Abfallkammer. So. Das ist ja immer das Problem. Man weiß ja nie, wenn ich jetzt hier weitermache, passiert irgendwas und ich komme woanders nicht mehr hin. Gut, bevor ich das Rätsel mache, gehe ich jetzt erstmal da hinten noch hin. War ja noch eine Tür. Na okay, das hat sich erledigt. Das werde ich wohl nicht öffnen können ohne Strom. Verdammt! Jo. Ich muss erst den Strom einschalten. So, dasselbe Rätsel hatten wir ja schon in der Garage. Das hier ist ein bisschen umfangreicher.
Also, sorry. Ah! Oh mein Gott! Oh Gott. Ah! Ich will trotzdem die Taschenlampe anmachen, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, der hört mich, der weiß, wo ich bin. Ja, tatsächlich, er weiß, wo ich bin. Hilfe! Aha. Oh oh. Nice, nice, nice. Ja, den kenne ich doch. Oh Gott, wer hier? Er ist noch am Leben? Das, er ist sauer. Ist das jetzt meine Arena oder was? Dieses Ding hier. Okay. Du willst ein paar in die Fresse? Kannst du haben. Vielleicht auch nicht. Jetzt habe ich dich. Das war Absicht. Das war alles Absicht, Leute. Ich wollte einfach... ja, die Schwungkraft ausnutzen, um mich am Container festzuhalten. Kann ja keiner ahnen, dass Leon zu doof ist, um sich an einem herumschwingenden Mehrfach-Tonner-Container festzuhalten. Oh Gott. Irgendwie habe ich mit sowas gerade gerechnet. Der guckt noch einen Arm aus dem Bauch raus. Dreh dich um. Jetzt habe ich dich. Ach, danke für das Messer. Und tschüss. Ich glaube, er nimmt mir das übel. Der nimmt mir das definitiv übel. Können wir das nicht alles freundschaftlich regeln? Mit einer Tasse Kaffee.
Der geht sogar auf mich. Nur den Zucker bezahlt sich selbst. Okay, okay, der Zucker geht auch auf mich. Wie viel Leben habe ich denn verloren? Hm, so gut wie gar nichts. Also, dieses Schadensvermeidungsding ist nicht schlecht. Jetzt aber! Hey! Komm, komm. Und tschüss. Die Sonne darf nicht wahr sein. Da bist du platt, wa? Ich hoffe, den bin ich los. Ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt rauskomme. In dem Raum, wo die Tür eben abgeschlossen war. Genau. Ja, jetzt habe ich wenigstens auch wieder ein bisschen Ausrüstung. Komm schon. Ada! Ada, wo bist du? Ich bin hier! Ada! Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du wirst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm, wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. Meint ihr jetzt da runter, wo ich gerade den Typen da hingestoßen habe? Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett? Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Drei Kugeln, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich glaube, wir sind alle ein wenig angeschlagen. Verdammt, das Bein. Lass mich dich tragen. Nein, ich würde mich nur schlechter fühlen. Na, immerhin habe ich noch ein Messer. Damit geht's ja notfalls. Gell, Andi? Messerflo ist wieder am Start. Schlimmer, als es aussieht. Was für ein Paar. Messer wieder am Start. Messerflo wieder am Start. So. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Ich habe
kein gutes Gefühl bei der Sache. Wir kommen vielleicht nicht zurück. Bereite dich also vor, Leon. Ja. Ja. Auf was denn? Oh. Da unten ist noch Munition. Also Leute, es tut mir leid, ich muss jetzt doch nochmal zurückgehen. Ich kann da nicht einfach 18 Schuss liegen lassen. Das wäre ja unverantwortlich. So viele Zombies, an denen ich vorbei müsste, ohne ihnen eine Kugel zu verpassen. Also das kann ich nicht. Wo soll denn hier Munition rumliegen? Oh, okay. Sag ich nicht nein. Okay. Dann reicht die Zeit jetzt gerade, dass wir noch in den nächsten Levelabschnitt kommen können. Da drin ist nichts, oder? Abfallkammer. Das wird doch wohl irgendeiner ein paar Kugeln da weggeworfen haben, oder? Menno. Ja, Moment. Schatz, bin wieder zu Hause. Hast du die Milch mitgebracht? Nein, dafür die Munition. So. Mal sehen, ob es eine gemütliche Fahrt wird oder eine rasante Berg- und Talbahn. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Ich darf wenigstens die Hand aus dem Fenster halten. Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorge ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall, Leon, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Nachdem die beiden im Müll gebadet haben, wird das ziemlich angenehm gewesen sein. Nest wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß.
RFID-Armband. Ein schlichtes Armband. Naja, so schlicht ist das ja nicht, wie wir jetzt inzwischen wissen. Also. Im Nest. Ich frage mich, was für eine Scheiße uns hier unten erwarten wird. Ich brauche eine Dusche, oh ja. Oh ja, mein Freund, das brauchst du definitiv. Komm, da wird doch wohl irgendwo noch ein Speicherpunkt sein. Ah, es hat automatisch gespeichert, da oben links seht ihr es. Okay. Tja, Leute, dann würde ich sagen, als Umbrellas Labor werden wir in der nächsten Folge ein bisschen auseinandernehmen. Und genau in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß und bis dann.